So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von, was auch immer, Bus-Simulator. Ich habe jetzt eine Strecke erstellt, die geht aber 23 Minuten. Die können wir irgendwann mal später vielleicht fahren, denn den Grund hat, wir sollen diese Strecken profitabel machen. Ich will mal testen, ob das mit einem Fahrer passiert, um einen schnellen, sicheren Test zu machen. Fahren wir eine 6-minütige Strecke, und zwar die Astra-Promenade. Mit dem Line City habe ich mir gedacht, der Rest ist alles vergeben. Wir fahren mit Line City schöne einfache Fahrt hier lang und testen das eines Mal, ob das so geht, wie ich mir das vorstellen kann. Wir haben wieder schnellen Start haben wir, schönen Tag haben wir. Bei Tags gibt es einfach die meisten Leute mit als Nacht. Ja, hier haben wir auch drei Türen, muss ich mal dran linken. Ich brauche einige Fahrkarten. Jo, bei euch geht das ja noch. Ihr seid nur drei Hanseln. Was kriegt er zurück? Ich hab die, danke. Eine Fahrkarte bitte. Und der Spaß auf dieses Spiel, der geht irgendwie gar nicht so weg, danke. So richtig. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Teilweise ist es natürlich so, die stundenlange Fahrt in einem Bus. Naja, warum soll ich eine halbe Stunde jetzt vor dem Bus sitzen? Wenn sie aber manche denken, warum fährst du eine halbe Stunde LKW Simulator, ist eigentlich genau das gleiche, wenn man es nimmt. Man sollte aber auch mal dieses Spiel mal im Multiplayer probieren. Ja, hier höre ich, dass du ein alter Ömi bist. Also das Spiel hier, Bus Simulator im Multiplayer. Es wird doch schon einen Unterschied machen. Wenn ich jemand habe, dann probiere ich das gerne, wenn jemand mitspielen möchte. Gibt's hier das Radio? Wäre so ungewohnt, hier in der kleinen Stadt rumzufahren. Ich mache so die großen Landstraßen. Aber das müsste man, glaube ich, auch mal einen Tag machen. Oder einmal machen. Die ganzen Strecken nochmal zu vergleichen. Alle Strecken rausnehmen, die man nicht mehr braucht. Beziehungsweise zum Beispiel die hier war ja nur eine Anfangsstrecke. Die andere war eine Missionsstrecke. Und so weiter und so fort, dass man da eben guckt, wie könnte man das denn besser verbinden oder die Strecken vielleicht kleiner machen. Trotzdem alle Haltestellen miteinander verbinden. Hi. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, Tage Seniorenkarte. Kriegst du, alter Mann. Woche Studenten. Hier höre ich, dass du ein Student bist. Und siehst so auch so aus. Danke. So. Euer Pech, es ist genug Zeit. Na klar. Hier. Bitte. So viel sind jetzt gar nicht in meinem Bus. Eigentlich schade. Dafür gibt es Bonuspunkte. Wir blicken mal lieber. Oh, mein Bauch. Es gibt keine Zusatzpunkte. Schade. Das hat man ja das eine Mal auch mal vermasselt gehabt. Und ich habe das dann eben bei den Pizmins gesehen, dass du da extra anhalten musst, um damit die nochmal aussteigen können. Es gibt Leute, die machen das wirklich, also Busfahrer. Gestern sind wir in einer rosa Crew vorbeigekommen. Sehen. Nächster Halt, Nordspeicher. Man muss auch eine Strecke von hier aus eben rausmachen ins Ländliche. Ich brauche eine. Ja, das ist eben so die Frage, wie man das machen müsste. Alles ein bisschen logisch aufbauen. Das ist bestimmt auch das Schwierige in den Jobs von den Leuten, die
das hier machen. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Also Strecken erstellen. In Wirklichkeit nicht. Wir haben seit langem auch keinen Rollstuhlfahrer mehr gehabt. Bin auch mal extrem gespannt, ob diese 66%, ob die nach oben gegangen sind, ob die profitabler geworden sind. Weil man jetzt eben von der Stadt, was ich ja gerade angesprochen habe, auch rausfährt, ganz raus eben. Fahren kann ins Ländliche und so. Mal sogar perfekt drinne. Schau, dass es dieses Absinken nicht mal ist. Das haben sie wohl rausgepatcht. Einzelne Studenten. Oh. Ich fühle mich so wichtig, weil ich ein Student bin. Soll ich dich ein bisschen vor die Haustür fahren? Das kostet 20 Euro. Wann wo? Also hier leckt das auch nicht so sehr. Merkt ihr es? Kleine Lecks sind zwar trotzdem drin, aber... Da kann ich ja keinen Eurotrag fahren, wenn das am Lenkrad liegt. Ich wollte eigentlich noch Eurotrag-Simulator aufnehmen. Und hier kommen wir auch wieder zurück in die Stings fahren. Weil es ja nicht so weit weg ist. Ja, sehe ich ein. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nein, du darfst heute umsonst mitfahren, wenn du meine Frau bist. Danke. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Oh. Na klar. Na gut. Läuft, wo wir gerade zu den Rückler kamen. Ich weiß nicht, die Gegend fällt mir relativ gut. Ich bin noch so einer, der fährt zwar so welche Simulatoren sehr, sehr gerne. Aber genau, pünktlich. Nie so auf Dauer, wisst ihr? Aber eben diese halbe Stunde, die mache ich schon gerne. Müll, nein. Ja, und eben diese 3 Meter fahren wir noch schnell so. Und dann können wir mal gucken, ob das sich verbessert hat. Wenn nicht, müssen wir auch mal selber die Fahrt fahren. Eine halbe Stunde Video. Ja, warum auch nicht. Könnte man vielleicht auch mal auf Stumm probieren. Einfach mal. Ich beruhige mich in der Stadt. Was ist denn das für ein Arschloch? Tesla. Na, der Chef macht das erste Schluss. Ach so, jetzt geht die Tür zu. Thank you.
Ah, jetzt. Hat eine Weile gedauert. Also hier gab es nichts. Hier gab es nur Plus. Trotzdem keine volle. Neues Wrap. Neue Farm. Okay. 16.000 auf der Strecke. Die C-Strecke war besetzt mit 17.000. Und die G mit 0? Oh, 40% nur noch. Da muss ich wohl selber ranfahren, weil da muss ich erst die erste Fahrt machen. Na gut, dann sehen wir uns nächsten Part wieder und fahren diese lange Strecke diesmal auch stumm, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.